Jerry und ich, wir gehen heute Wakeboarden. Neben Wetter. Das wird arschkalt. Ich bleib doch hier. Jetzt aber fahre ich erstmal mit dem Motorrad noch was einkaufen. Ich habe nämlich noch was vergessen und dann frühstücken wir alle zusammen. Wie von allein. So, die Männer, die holen jetzt Brötchen und ich mache mich jetzt mal schön. Selbst am Wochenende arbeitet die Ferran ununterbrochen. Sie ist ein Arbeitstier. Man nennt sie auch den Mensch der Arbeit. Man nennt sie... ...3,4 Kilometer, dann sind wir da, Leute! Yo, Leute! Wir sind... Alter Schwede. Ich kann es nicht glauben, dass wir echt kurz vor Weihnachten Wakeboarden gehen. Ich kann es gar nicht wirklich. Das heißt, ich werde, glaube ich, sehr oft ins Wasser fallen. Aber scheißegal. Schaut's zu kommen. Ich liebe so Surf-Sachen, Wakeboard-Sachen, oder? Geil, ne? Richtig coole Sachen haben die hier. Oh, geiler Pulli. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich gleich in dieses Wasser steigen werde. Obwohl ich eigentlich erst einmal kurz Wakeboard gefahren bin und sonst noch nie. Quetsche ich mich jetzt mal in diesen Neoprenanzug rein. Mich hier alle bekloppt, weil ich ja im Winter halt das Wakeboardfahren lernen möchte. Und eigentlich ist das nicht so eine gute Idee. Aber ich sag immer, nichts ist unmöglich, ne? Ey, ich schaffe das. Bist du bereit? Ich bin bereit. Warte, noch nicht. Will ich niemals einfach. Warte, Moment. Ja, das ist total gefährlich. Ich bin noch nicht bereit. Kalt, ne? Gerade, ich bin auf einmal geflogen. Ich weiß nicht warum, ich habe so einen Speed drauf bekommen, bin ich geflogen, ins eiskalte Wasser, habe Wasser geschluckt und ich habe gedacht, ich hätte, okay, jetzt hoffentlich hat mich irgendjemand im Blick oder so. Klar. Crazy! Ja, genau, da in der Kurve musst du ganz besonders echt auf die Leine gucken, wenn sie lose wird. Sehr gut gemacht, Schatz, bin stolz auf dich. Ich auch auf dich, ey. Ich bin schon fertig für heute mit dem Wakeboarden. Auf jeden Fall super cool, aber auch sehr, sehr kalt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Bis dann!